Ja, stellen wir uns mal vor, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos von Amazon, Warren Buffett, Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook, Jeff Bezos, Warren Buffett erwägen Gemeinschaftsmitleben. Was bietet geisteswissenschaftlicher Was naturwissenschaftlicher Schenkergemeinschaftsteil. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, noch leben diese Milliardäre mit Privatjet, Yacht, Luxusautos, mit riesigem Konsumsuchtraupa an der Erde, richten auch mit ihren Unternehmen und so weiter riesige Schäden an. Was sagt Öffi, der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, berühmt aus dem Fernsehen und so weiter? Was sagt Öffi denen über den geisteswissenschaftlichen Entwicklungsweg innerhalb unserer Gemeinschaften, um sie zu gewinnen für das Mitleben im geisteswissenschaftlichen Teil unserer Gemeinschaften? Bin gespannt auf einen diesbezüglichen Post von Öffi ganz konkret. Was sagt er Ihnen? Also das Ganze ist aus diesem Forum hier. Upp, da ist doch wieder was zu groß geraten. Da stimmt doch was nicht. Naja, vielleicht müssen wir es so klein machen. So, jetzt ist besser. Aus diesem Forum freieargumentekultur.de. Da habe ich also das gepostet und das ist bei uns nur leichter lesbar zu machen hier. Das ist einfach technisch einfacher. Ich kann das mal noch so ein bisschen rücken hier. So ist es, glaube ich, besser. Ja, bin gespannt auf einen diesbezüglichen Post von Öffi ganz konkret. Was sagt er Ihnen? Für den naturwissenschaftlichen Entwicklungsweg, für die naturwissenschaftliche Schenkergruppenehe sage ich Ihnen, ja, also man muss dazu sagen, der Grundgedanke ist, dass wir letztendlich die naturwissenschaftliche Denkweise ist etwas pessimistischer. Sie sagt, oh, es wird nicht so leicht fallen, das verantwortungsbewusstes Vernünftigsein sozusagen die Herrschaft über die Gene antritt, sozusagen. Das wird nicht leicht, ja. Und ich bin gespannt, wie weit Diplom-Theologe Jürgen Wagner damit kommen wird, mit diesem Versuch. Es geht aber ja immer um den Konsens. Ich lese mal so ein paar Sachen hier vor. Aber ich lese erstmal den Text hier zu Ende. Und dann sage ich was über die Grundbedingungen dieser Überlegungen. Für den naturwissenschaftlichen Entwicklungsweg, für die naturwissenschaftliche Schenkergruppenehe sage ich Ihnen, liebe Milliardäre, in unseren Gemeinschaften experimentieren wir mit verschiedenen Glückswegen und Lebensformen wie Single, Zweierbeziehung, Hetero, Homo, Polyamoren und polybisexuellen Kleingrüppchen und auch naturwissenschaftlichen Gruppenehen. Wir sind also das Zentrum für experimentelle Lebens- und Gesellschaftsgestaltung auf dieser Erde. Der Nutzen der Schenkergruppenehe für die Welt ist, dass sie den Konsumsuchtraubbau an der Erde beendet. Ja, das heißt also, der Nutzen dieser Schenkergruppenehe ist nicht so total wie das, was der Diplom-Theologe anvisiert, als die Weltspitze der Geisteswissenschaften, nämlich, dass sozusagen die Menschen ihren Egoismus transzendieren und vernunftgesteuert, verantwortungsbewusst die gesamte Erde in einen vernünftigen Zustand bringen. Wir sind da bescheidener als Naturwissenschaftler. Wir sorgen dafür, dass jede Gruppe auf der Welt
sozusagen aufhört mit dem Konsumsuchtraubbau an der Erde und mit der Überbevölkerung und all diesen Dingen. Und mehr können wir nicht tun, als wenn alle Staaten der Erde und in allen Staaten der Erde, alle Gruppen der Erde, aufhören mit dem Konsumsuchtraubbau an der Erde und mit der Zerstörung der Erde aufhören und so weiter. Mehr können wir nicht erreichen, weil die Menschen es sich schwer tun werden, so verantwortungsbewusst, vernünftig sich zu steuern, dass sie sehr selbstlos sein werden. Deswegen wir sagen, wir nutzen quasi das, was die Evolution an Wegen zur Reduktion des schlechtes Tun in der Evolution gefunden hat. Wir alle stammen aus einer Evolution, die am besten die Löwen verdeutlichen. Dort ist es an der Tagesordnung, sind zwei Dinge an der Tagesordnung, die wir als schlechtes Tun bezeichnen können, weil sie einfach auch nicht vorteilhaft für die Art sind in der Summe, nämlich Rivalentötung und Kindertötung. Das ist das teure und kostenintensive Leben der Löwen. Und jetzt, wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, liebe Löwen, ihr solltet doch euch verantwortungsbewusst, vernünftig steuern und aufhören mit dieser Rivalen- und Kindertötung, dann würden die Löwen uns nicht verstehen können und würden weiterhin ihren Genen folgen und ihrem genetischen Programm. Und nun haben wir zwei Arten auf der Erde, wo etwas Neues erfunden wurde, was die Rivalentötung beendet hat und die Kindertötung. Das sind die Bonobos, Panpaniscus und Homo erectus beziehungsweise Homo sapiens sapiens, wobei Homo sapiens sich dadurch auszeichnet, dass er die Marktwirtschaft erfunden hat und damit quasi die Errungenschaften von Homo erectus, dem späten Homo erectus, eigentlich wieder kaputt gemacht hat. Nämlich die Bonobo-Schenker-Gruppenehe ist das, was die Kostenseite, nämlich das negative Verhalten, das schlechtes Tun, was wir überall auf der Erde haben, rausgeworfen hat, indem sie Rivalentötung und Kindertötung beendet hat. Und zwar ein für alle Mal durch ein perfektes neues Sozialsystem. Ja? Und wir sagen, wir können sie nur zu diesem genetisch in den Menschen verankerten Sozialsystem zurückführen, insofern sie befreien von den Manipulationen der Marktwirtschaft, und viel mehr können wir nicht tun. Und wenn das aber alle Gruppen auf der Welt tun, entsteht auf der Erde ein Paradies. Ne? Ja, aber ich bin gespannt, wie weit der Diplomtheologe kommen wird, indem er sozusagen versuchen wird, dass die Kraft des Geistes die Kraft des Genegoismus transzendiert. Bin gespannt, wie weit das gelingen wird. Ja, vom Ergebnis tun wir uns beide schwer. Wir tun uns schwer, mit dem Naturwissenschaftlichen eine Chance zu haben gegen die Marktwirtschaft, die mit ihrer allumfassenden Gehirnwäsche die Menschen nicht rauslässt, sondern sie in der Illusion belässt, die ich gerade noch eben gesehen habe hier in der Sendung. Das können Sie hier nachschauen. Hier haben wir jetzt nochmal gefunden, bei YouTube gibt es jetzt also diese ZDF-Sendung, 13 Fragen, Kapitalismus beenden, so ungefähr. Das können Sie hier, die drei entscheidende Stellen, die letzte, da geht es direkt um die Gemeinwohl, Ökonomie und Gemeinwohlbilanz nach Christian Felber als einen Ideenvorschlag zur Beendigung des Kapitalismus, oder ja, und das können, aber das ZDF selber hat natürlich die Gehirnwäsche am Ende gemacht, indem der Moderator gesagt hat, aber ja,
wenn man die soziale Marktwirtschaft doch richtig machen würde, dann wäre sie doch das Beste, ne? Und das ist eben genau das, das Kaputte und Verrückte in der Welt, dass die Gehirnwäsche so total ist und von allen Seiten, dass die Menschen wirklich glauben, weil sie das Entscheidende nicht sehen. Der entscheidende Satz hier, der heute auch unser letzter Satz auf der Textsammlung ist: Die Glücks- und Wohlfühlenszerstörung durch die Marktwirtschaft ist die große Unbekannte in den Köpfen. Die Gehirnwäsche sagt quasi, es gibt keine Glücks- und Wohlfühlenszerstörung durch die Marktwirtschaft. Und damit sagen die Leute, ja, dann ist das doch das Beste, was mir passieren kann. Und alles andere kann ja dann nur viel schlechter sein. In Wirklichkeit gibt es eben die Gemeinwohlgemeinschaften, die Gemeinwohlwirtschaft mit ihren Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die eben die Glücks- und Wohlfühlenszerstörung rückgängig machen versuchen. Und hier, das ist ja jetzt quasi eine Bedienungsanleitung, wie man ganz praktisch in Gemeinwohlgemeinschaften, in Bonobo-Schenker-Gruppenehen, Unterabteilungen der Gemeinwohlgemeinschaften sozusagen das Experiment machen könnte, wie weit wir es schaffen, sozusagen die Glücks- und Wohlfühlenszerstörung durch die Marktwirtschaft aus den Köpfen und damit aus den Menschen rauszuwerfen und sie wieder glücksfähig zu machen. Ja, wir als Supervisoren begleiten Sie dabei. Warum sollten Sie aus naturwissenschaftlicher Sicht Ihren Konsumsuchtraubbau beenden? Ja, warum überhaupt? Weil er nur ein schlechter Ersatz für ein durch die Marktwirtschaft unterbundenes, zehnmal glücklicheres, echtes Leben ist. Sie bekommen in der Gruppenehe Endorphine, Glückshormone in Fülle, Wohlfühlen satt, Kerngesundheit, Langlebigkeit statt Ersatzbefriedigungskonsumsucht. Sie bekommen Gruppen musizieren, singen, tanzen, flirten, lustvollsten Community-Sport, gesündestes Essen, Massage, Streicheleinheiten und vieles andere mehr. Und Sex mit sie super liebenden Menschen in einer Menge und Qualität, die von der Marktwirtschaft unterbunden wurde, um uns alle, auch Sie, zur Kauf- und Konsumsucht zu zwingen. Ja, liebe Milliardäre, auch Sie, Ihr Wohlfühlen wurde zerstört, weil Sie auch nur ein Opfer der Marktwirtschaft sind, ne? Wir sind alle Opfer der Marktwirtschaft. Liebe Milliardäre, Sie teilen als erstes der Welt mit, dass Sie wahres, superglückliches Leben erproben wollen mit unserer Supervision und laden Menschen dazu ein, dieses Experiment mit Ihnen zu machen. Dabei werden sich auch Frauen melden, die Sie hochattraktiv finden werden, genauso wie Ihre eventuellen bisherigen Frauen. Dann fragen Sie diese vielen Frauen, wer sich vorstellen kann, ihre bisherige Frau und sie lieben zu können. Nach einigem Ausprobieren wird sich die richtige Frau finden, mit der die erste Dreierliebe entsteht. In der Supervision arbeiten wir an den marktwirtschaftlichen Verboten in ihrer aller Köpfen gegen diese Liebe, an den vorteilbringenden Irrtümern der Sparten in ihren Köpfen. Mit der VIAT, der vorteilbringende Irrtümerabbautechnik. Ja. Sobald Sie diese Dreierliebe vollständig genießen können, wird Ihnen all der Konsumsuchtraubbau schon viel weniger reizvoll erscheinen. Ihr Schädigungsfußabdruck in der Welt sinkt drastisch. Nun fragen Sie die Welt nach Männern, vorzugsweise aus ihrer Verwandtschaft, Urgroßväter, also Urgroßväter, Großväter, Väter, Brüder, Onkel, Neffen
und so weiter, die ihnen als Mann optisch sehr ähnlich sind und sich vorstellen können, diese Dreierliebe lieben zu können und von Mann zu Mann, ja, wenigstens beglückende medizinische Massagen genießen zu können. Auch bei Bonobos haben wir ja nur zarte homosexuelle Tätigkeiten, einfach weil die Natur sich immer dann aufwendige sexuelle Handlungen einsparen kann, wenn sich die Leute per Verwandtschaft sowieso schon ausreichend liebevoll zueinander fühlen und sowieso schon Gewalt gegeneinander unterlassen, und dann brauche ich keine Großinvestition mit sexuellen Handlungen zu machen. Was anderes ist es bei den Frauen, die ja zueinander fremd sind in der Bonobo-Schenker Gemeinwohl-Gruppenehe. Und die müssen sich befrieden durchs intensivsten Sex sozusagen, starke Liebesgefühle auslösen, ne? Ja, also wenigstens beglückende medizinische Massagen genießen zu können, damit niemand, das Ganze wird ja gemacht, damit niemand sehen kann, welches Kind von welchem Manne ist. Deswegen können die Frauen so unterschiedlich sein, wie sie wollen, weil man ja sowieso weiß, aus welcher Frau welches Kind gekrochen ist. Aber entscheidend ist, dass man in der Gruppenehe, in dem Gruppenehe-Teil der Gemeinschaften, dem experimentellen Gruppenehe-Teil, nicht feststellen kann, welches Kind von welchem Manne ist, damit eben die Kindertötung aufhört. Wenn also Löwen nicht wüssten, ob das Kind von ihnen ist oder von einem anderen Manne, dann würden die Löwenmänner auch keine Kinder töten, weil das könnte ja ihr eigenes Kind sein, das sie töten, und das machen dann Säugetiere nicht. Säugetiere töten immer dann die Kinder, wenn sie sich sicher sind, dass es nicht ihre genetischen eigenen sein können. Ja? Dann kann das Kinderbekommen beginnen, während gleichzeitig die nächsten Lieben dazukommen. Frau, Mann, immer dieser Rhythmus. Also immer eine Frau dazu. Also wir haben ja jetzt die Situation gehabt, zwei Männer, zwei Frauen. Ja? Und dann geht's immer weiter. Eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann. Bis ca. 150 Menschen inklusive der Kinder. Also 150 ist die Größe, in der laut dem neuesten Südwestfernsehenbericht über unsere Evolution die größte geistige Kreativität stattfindet, während in kleineren Gruppen einfach nicht so viele neue Ideen aufeinandertreffen und nicht so viel Inspiration und Anregung stattfindet. Und denn die Gehirngröße war es nicht, weswegen Homo sapiens mehr Ideen und bessere Technik entwickelte als Homo neanderthalensis, sondern es war angeblich die Gruppengröße. Da der Homo neanderthalensis, der Neandertaler, in kleineren Gruppen lebte, hatte er nicht so viel Ideenreichtum, während Homo sapiens in Gruppen bis zu 150 Individuen lebte und dadurch viele neue Ideen zusammenkamen und dadurch dann die Technik viel raffinierter wurde, obwohl die Gehirngröße nicht größer war, ne? Also von daher ist es letztendlich ist es schon sinnvoll, etwas größere Gruppen zu haben. Also bis ca. 150 Menschen inklusive der Kinder, wobei die jungen Frauen in andere Gruppenehen abwandern werden und sich dort einlieben werden. Denn sonst hätten wir ja Inzucht. Wir brauchen ja immer frische neue Gene aus aller Welt sozusagen, und deswegen müssen immer wieder aus anderen Gruppenehen junge Frauen zuwandern, also genauso wandern die jungen Frauen der anderen Gruppenehen zu ihrer Gruppenehe und lieben sich bei allen Frauen und Männern ein. Warum erst bei den Frauen? Weil das Wichtigste ist erst einmal wirklich, dass die Frauen untereinander aufhören mit den Kindertötungen.
und die Frauen aufhören mit der Gewalt gegen Frauen bei Säugetieren und deswegen also ist der Abbau der berühmten Stutenbissigkeit sozusagen, das geschieht über diese intensiven, die intensive weibliche Bisexualität, dass die Frauen sich immer erst sexuell einlieben bei den Frauen der neuen Gruppe, in die sie kommen, der neuen Gruppenehe, und dann erst bei den Männern. Und ja, und dann gibt es da auch keine Probleme. Für die Frauen befüllen sie vorher und danach regelmäßig, kontinuierlich Depots, also sie, nicht nur sie als Milliardäre, sondern alle Männer, vorher und danach regelmäßig, kontinuierlich Depots für alle Risiken, falls es auseinandergeht und Kinder da sind und so weiter. So, durch diese verantwortungsvolle Regelung sind die Frauen und Kinder immer versorgt, egal was geschieht. Also dieses verantwortungslose 68er Zeit, die Frauen benutzen und sie dann fallen lassen, und sie mit der Kinderversorgung allein lassen sozusagen, das ist, da darf natürlich, das hat in der Natur so nie funktioniert, sondern es war immer verantwortungsvoll, ja, also so, durch diese verantwortungsvolle Regeln sind die Frauen und Kinder immer versorgt, egal was geschieht. Die Frauen sehen immer und nehmen das immer genau wahr, wie in der Natur, welchen Beitrag für diese Depots und welches Schenken von den Männern an die Frauen und Kinder jeweils stattfindet. Ja, also ich habe ja immer das Bild im Kopf von Professor Franz de Waal aus seinem Buch Bonobos, wie die Männer der Gruppe die Frauen zu den von ihnen in ihrem Gehirn erwarteten reif werdenden Früchtebäumen finden und sich dann die reifsten Früchte von den Frauen und Kindern aus der Hand nehmen lassen, so dass dann auch die Frauen natürlich die entsprechende Sympathie und Liebe und Dankbarkeit gegenüber den größten Schenkern entwickeln, sozusagen. Und dieser neue Film vom Fernsehen, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, stellt das auch die Möglichkeit dar, dass die Männer losgehen und die reifsten Früchte auf ihren langen Armen transportieren, den Frauen und Kindern bringen und dann die Frauen die Liebesgefühle gegenüber diesen Männern entwickeln. Ja, das ist also, das sind zwei schöne Bilder, die das deutlich machen. Das Schenken und die Frauen reagieren mit dem Schenken von Liebe gegenüber, besonders intensiv gegenüber den wichtigsten Schenkern der Gruppe. Es handelt sich ja um die naturwissenschaftliche Spielart der Schenkergemeinschaft, ja? So, und dann Sie, liebe Milliardäre, und beauftragen Ihre Anwälte, wasserdichte Regelungen zu schaffen, die jeglichen Vaterschaftstest auf ewig unterbinden. Denn nur wenn alle Gruppenehemänner nicht wissen, welches Kind von welchem Mann ist, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich echt väterlich gegenüber allen Kindern zu verhalten. Jedes Kind hat auf diese Weise viele liebende, fürsorgliche Väter und ist damit immer rundum versorgt. Ja, das heißt also letztendlich, den Frauen, egal ob sie in der Gruppenehe bleiben oder sie irgendwann verlassen aus irgendeinem Grunde, die Männer werden sich auch um die Kinder kümmern, die dann jetzt außerhalb der Gruppenehe leben, werden sie sich auch immer fürsorglich kümmern. Und zwar alle Männer, weil sie ja alle denken, sie könnten eventuell der Vater sein, ja. Und
und diese Depots. Das sind die Sicherheitsanker für die Frauen. Diese Depots bedeuten, dass nicht hinterher die Frauen dann allein mit den Kindern dastehen und die Männer alle nichts schenken können, sondern in den Depots sind die Geschenke ja schon vorhanden und Zugriff zu diesen Depots haben ja nur die Frauen. Ja, ja. Natürlich dann in erster Hinsicht dann, wenn sie die Gemeinschaft verlassen. Aber auch dann, wenn diese Depots, also die sicherlich werden die Männer auch bei einer Frau, die mit ihren Kindern die Gemeinschaft, die Gruppenehe verlassen hat, werden die Männer sich trotz es über die Depots hinaus bestimmt auch noch fürsorglich gegenüber diesen Kindern verhalten, weil das ja ihre Kinder sind, ne? Und ja, so insofern sind dann die Frauen und Kinder immer gut versorgt, ja? So schenken die Männer den Frauen und Kindern, was auch immer sie möchten und können. Das kann das Wertvollste, nämlich die geistige Nahrung und geistige Entwicklungshilfe, ganz genauso sein wie materielles, Essbares und so weiter. Also der zum Beispiel der Diplom-Theologe und ich und Weltrat und Next Scientists for Future, die liefern eher so die geistige Nahrung und geistige Entwicklungshilfe, worüber natürlich die Frauen auch ganz sehr dankbar sein werden. Genauso werden sie aber auch dankbar sein für das Materielle und Essbare, ne? Auch wenn die Konsumsucht keine Rolle spielen mehr wird in solchen Glücksgruppenehen, ja? Wohlfühlsgruppenehen. Ganz natürlich werden die Frauen gegenüber den Mehrschenkern etwas mehr Dankbarkeits- und Liebesgefühle entwickeln. Die Vaterschaftswahrscheinlichkeit der Mehrschenker wird im Durchschnitt etwas höher liegen. Damit sind aus naturwissenschaftlicher Sicht alle Notwendigkeiten für die Schenkergruppenehe erfüllt. Und sie werden so glückselig leben, dass alle Konsumsüchte von ihnen abfallen werden. Ihr schädlicher Fußabdruck in der Welt wird winzig. Falls man weiterhin Tauschhandel praktizieren möchte, weil man nicht auf die besten Produkte aus aller Welt verzichten möchte, läuft alles ganz streng nach Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft, weil die Marktwirtschaft immer dann alles zerstört und Gemeinwohlwirtschaft unschädlich ist. Auch Geld ist in der Gemeinwohlwirtschaft unschädlich, das heißt, man kann Geld abschaffen oder auch nicht, aber in der Marktwirtschaft ist eben in erster Linie alles schädlich, in Gemeinwohlwirtschaft fast nichts schädlich. Also insofern kann man dann auch den Tauschhandel praktizieren, solange er gemeinwohlwirtschaftlich gesteuert ist. Ja. Damit wäre das Paradiesischste, was dieses Universum aus naturwissenschaftlicher Sicht erlaubt, erreicht. Und die Schenkergruppenehe innerhalb der Gesamtgemeinschaft schaut mit größter Neugier auf die geisteswissenschaftlichen Teile der Schenkergemeinschaft und ob diese noch höhere Glückslevel und Grade an Reduktion des Konsumsuchtraubbaues erreichen. Dann könnten ja die Mitglieder der naturwissenschaftlichen Bonobo-Schenker-Gruppenehe in den geisteswissenschaftlichen Teil überwechseln. Und jetzt wird Öffis versuchen, sie schon gleich für den geisteswissenschaftlichen Teil zu gewinnen. Siehe den hoffentlich kommenden Antwortpost von Öffi mit seiner Ansprache an die Milliardäre. Ja, das ist also, wäre sozusagen mein offener Brief an Bill Gates und Co. und all die Milliardäre. Und ich lese jetzt noch ein paar Kurznachrichten vor. Und ja, wie gesagt, erinnere Sie nochmal dran, dass, ja,
uns das ja ein Riesenimperium ist. Das Einfachste wäre sicherlich, Sie rufen einfach mal an bei uns hier und dann, wo ist es denn? Ei, wo bist du denn hin? Ach, da ist es ja. Ja, zum Beispiel hier, wenn Sie bei uns anrufen, dann können wir Ihnen in dem ganzen Wust an Internet-Fernsehsendern, also Fernsehsendern, Online-Fernsehsendern, Homepages, tausende von Seiten Text, tausende an Vorlesungen, an Talk-Shows und, ja, ja, und tausende an in Playlists, die besten Sendungen des Fernsehens und Internetfernsehens überhaupt und so weiter, soweit sie, denn das vieles vom Fernsehen taucht ja auch im Internetfernsehen auf, ja. Ja, also, ich lese mal noch ein paar Kurznachrichten vor. Naturkatastrophen sind fast alle menschengemacht und marktwirtschaftsgemacht. Auch Pandemien, ja. Also das ist so der Gedanke, so als käme da also so eine Naturkatastrophe und wir Menschen und die Marktwirtschaft hätten nichts damit zu tun. Die Marktwirtschaft ist das, was uns lenkt, Häuser zu bauen in der Nähe von Vulkanen, wo gerade in Mallorca dann ganz viele Häuser vernichtet wurden, weil die Marktwirtschaft die Menschen in die Irre führt und sie sozusagen unvernünftig werden lässt, weil es damit Profite zu machen sind. Natürlich kann man einen Baugrund als als Hausbauer natürlich einen Baugrund unheimlich günstig direkt unterhalb von Vulkanen kaufen und dann Häuser hinstellen und dann braucht man ja nur die Mieter und Käufer oder die Käufer dieser Häuser einfach nur in die Irre führen und muss ihnen die Risiken des Vulkans herunterreden mit vorteilbringenden Irrtümern, die man selber glaubt vielleicht und schon kann man riesige Profite machen. Und am Ende haben die Menschen dann werden entweder getötet oder ihre Häuser werden verbrannt durch den Vulkan. Ja, das ist also Naturkatastrophen sind nicht unabhängig von der Marktwirtschaft. Auch Pandemien kommen nicht einfach durch die Natur, sondern sind alle irgendwo mehr oder weniger Produkt der Marktwirtschaft und würde es ohne die Marktwirtschaft gar nicht geben. Ja, bestes Beispiel ist, erst als vor 10.000 Jahren Ackerbau und Viehzucht so richtig in die Höhe schossen, kamen alle großen Seuchen der Menschheit auf. Das heißt, es war ein reines marktwirtschaftliches, nahrungsspartengemachte Folgeerscheinung der Nahrungssparten, also eine Folgeerscheinung der Nahrungssparten, dass überhaupt Seuchen und Pandemien und sowas aufgetaucht sind. Das heißt, alles ist abhängig von der Marktwirtschaft. Weil, wie gesagt, die Bonobos, die keine Marktwirtschaft erfunden haben, weil sie das Glück hatten, dass ihre Gehirne solche Größen noch nicht erreicht haben, das Glück der Dummheit, ja, diese, bei denen hat Professor Franz de Waal ja in 20 Jahren der Beobachtung keine einzige Spur einer Krankheit gefunden. Und das ist ja eben ein Hinweis dafür, dass also all diese massenhaften Krankheiten ja eigentlich alle nur ein Produkt, eine Folgeerscheinung der Erfindung der Marktwirtschaft sind. Ne? So. Ja, dann
Ich werde am Samstag werde ich zum ersten Mal ausprobieren, meine 4 Minuten, meine jeweiligen 4 Minuten mit Fragen und sofortigen Antwortmöglichkeiten. So, ich werde zum Beispiel eine naturwissenschaftliche Hypothese aufstellen und dann zum Beispiel sofort auffordern zu antworten, falls es da Unterschiede gibt, ob es da einen Konsens gibt oder nicht. Am besten müssen wir dazu alle in die Telco oder alle in die Online-Konferenz. Mal gucken, wie das technisch am besten zu lösen ist. Und zum Beispiel werde ich als erstes sagen, sind wir uns denn überhaupt alle einig, dass wir zu viel verantwortungsloses, schlechtes Tun auf der Erde haben? Oder gibt es jemanden im Raume, der eben sagen würde, genauso wie wir bei den Löwen ein unveränderliches schlechtes Tun haben, nämlich die Rivalentötung und die Kindertötung, das kann man nicht verbessern, genauso kann man auch den Menschen nicht verbessern. Oder ist jeder im Raume hier schon zu der Erkenntnis gekommen, dass bei uns Menschen künstlich die Menge des Schlechtestuns überhöht ist und dass die menschliche Natur eigentlich ein weniger an schlechtem Tun eigentlich zulassen würde. So, und wenn da alle sagen, ja, okay, und dann frage ich direkt die Antwort ab und dann, wenn alle sagen, ja, da ist Konsens, dann gehe ich zum Beispiel weiter. Jetzt sage ich für die Naturwissenschaft stehend, natürlich nur für die Weltspitze der Naturwissenschaften, ja. Das ist ja das, was hier nochmal steht. Wo ist es? Ja, hier ist es wahrscheinlich, ja. Hier ist das jetzt neu mit dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aus naturwissenschaftlicher, speziell biologischer Sicht der weltweit wichtigsten Denker, der Pioniere und der Weltspitze wissenschaftlichen Denkens. Ja, hier Dawkins wurde ja, da fallen ja bei Wikipedia solche Worte wie der weltweit wichtigste Denker. Und sein Buch, da fallen die Worte von der Royal Society von England. Das inspirierendste wissenschaftliche Werk aller Zeiten, ja. Und die Weltrat und Next Scientists sind ja die Weiterführer und Weiterentwickler von Dawkins Lebenswerk, ne? Also wir haben hier die Kette der ganz großen Namen: Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Mendel, Darwin, Wallace, Dawkins, Weltrat, Next Scientists for Future. Und freieargumentekultur.de, weil eben, wie gesagt, der Diplom-Theologe sich wirklich erwiesen hat als ein Anwalt für die Offenheit für alle Argumente, sowohl für die naturwissenschaftliche wie die geisteswissenschaftliche Argumenteführung. Und insofern ist das die Weltspitze des menschlichen Denkens überhaupt, ne? Alle anderen Ansätze dürfen natürlich auch ihre Argumente vorbringen, aber dann muss man auch damit leben, dass eben Wissenschaft natürlich dann auch für vieles Gegenargumente hat, und zwar sehr überzeugende und gute Gegenargumente hat. Ja, also für die Pioniere und Weltspitze wissenschaftlichen Denkens ist die Marktwirtschaft, Klammer, Ferntauschhandel, Tauschhandel und Markt, manchmal auch Kapitalismus genannt, die allereinzige Ursache aller Menschheitsprobleme. Na, und da würde jetzt dann aber vielleicht der Diplom-Theologe sagen, ja, da ist noch ein anderes Problem, nämlich dass irgendwie die Menschen aus irgendeinem Grunde nicht so viel verantwortungsvoll und vernünftig denken, wie sie könnten. Und ja, und da bin ich gespannt, wie gesagt, ob es ihm gelingt, da Verantwortungsbildung
hinzubekommen. Ja, also, und so könnten wir uns von den zentralsten Grundgedanken, von dem Konsens zu den kleinen Unterschieden vorarbeiten und so das Spektrum unserer Experimente und das Spektrum unseres praktischen Vorgehens verdeutlichen und verdeutlichen, wie wir so in der Summe als Weltspitze aller verschiedenen Denkexperimente auch alles praktisch ausprobieren können, so dass dann auch klar wird, aber auch, dass auch für alle, die ihr zum Beispiel auf den naturwissenschaftlichen Denkansatz setzen, dass dort ja eben all dass wer möchte, das ausprobieren kann und wer zum Beispiel den geisteswissenschaftlichen Weg ausprobieren möchte und wie ich als naturwissenschaftlicher Mensch sagen würde, in der Verklemmtheit der Marktwirtschaft bleiben möchte, weil ihm diese viele Sexualität eben aufgrund der Gehirnwäsche der Marktwirtschaft immer noch unheimlich erscheint. Ja, also Sie sehen's, also ich kann halt nicht anders als Naturwissenschaftler. Ich habe heute wieder mit einem in Köln wieder hier auf der Straße lang geredet, mit einem Buddhisten, wobei ich sagen würde, sein Buddhismus ist nichts anderes als der marktwirtschaftliche Vorteil bringende Irrtum, habe nicht so viel Sex, ja, und sehe Sexualitätsunterdrückung nicht als Problem und schon und dadurch ist dieser Mensch für mich einfach ein reines Manipulationsopfer, aber da kommt man nicht gegen an, weil dieser Buddhismus eben die marktwirtschaftliche Manipulation also nochmal absolut zementiert. Also ich würde sagen, Buddhismus habe ich ja auch bei meinem Bruder erlebt, der auch Philosophie studiert, ist der Buddhismus einfach eine Totalzerstörung von Menschen und nicht etwa die beste Religion der Welt, sondern ist auch nur eine Zerstörung der Menschen, weil er quasi die marktwirtschaftlichen Ideologien nochmal anders verbrämt und noch verstärkt, ja, und gerade auch die sexuelle Unterdrückung noch extrem verstärkt, offensichtlich, ne? Ja. Ja, aber so können wir mit diesem neuen Umgehen mit den 4 Minuten und ich werde natürlich auch alle anderen auffordern, auch ihre 4 Minuten so mit einem Frage an die anderen Modus zu füllen, so dass wir dann mehr Interaktion reinbekommen. Ja. Ja. Und dann ist es natürlich auch noch möglich, diesen Verdacht mal zu formulieren. Also wir müssen immer offen darüber sein, so wichtig es natürlich ist, dass die Gemeinwohlökonomie immerhin diese gewisse Weltberühmtheit erlangt hat, trotz ihrer Qualitätsmängel, die sie aus unserer Sicht ja hat. Ich kann aber nicht ausschließen, dass alles Interesse an der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber eigentlich überwiegend darauf fußt, dass es sich um ein Greenwashing-Geschäftsmodell in der Marktwirtschaft handelt. Dass also sozusagen ganz viele Unternehmensberater Geld verdienen damit, indem sie Unternehmern bei der Gemeinwohlbilanz helfen, damit Geld verdienen und am Ende nur eine Greenwashing-Fassade für die Unternehmen rauskommt, weil keine sauberen Daten erhoben werden, sondern nur schwammige Schätzwerte erhoben werden, die zu ungenau sind, um gegen Täuschungen geschützt zu sein. Also wir bleiben einfach immer offen für die Möglichkeit, vielleicht kommt das
ist das Interesse an der Gemeinwohlökonomie nicht wegen ihren guten Seiten, nämlich dass sie sagt, Steuervorteile für Unternehmen, die uns gut tun, Steuernachteile für Unternehmen, die uns schaden, das ist der wertvolle Teil der Gemeinwohlökonomie, das ist der gemeinwohlwirtschaftliche Grundbestandteil sozusagen. Und es kann aber auch sein, dass die Gemeinwohlökonomie nur deswegen so viel Aufmerksamkeit erfährt, gerade weil sie nur ein Greenwashing-Geschäftsmodell innerhalb der Marktwirtschaft darstellt. Ne? Naja, aber wir bleiben immer offen für alle Denkmöglichkeiten. Ja? Ja, ich werde also auch den Öffi anregen, seine 4 Minuten auch für Konsens bzw. Unterschiedesuche zu nutzen, Unterschiede, Geisteswissenschaft, Naturwissenschaften und so weiter. Ja? Ich lese das nochmal vor hier. Also, bei den Löwen haben wir also die Kindstötung und die Rivalentötung als Kostenfaktoren der Säugetierevolution. Und diese wurden abgeschafft bei Panpaniscus bonobo und beim späten Homo erectus. Also zwei Arten haben das schlechte Tun reduziert und schlecht ist es nur insofern, weil das einfach Kostenfaktoren für Arten sind. Ne? Rivalentötung und Kindertötung sind einfach also Kostenfaktoren. Und der Abbau der Rivalen- und Kindertötung der Löwen bei Bonobos und dem späten Homo erectus ist eine erste Reduktion des Schlechtes tun, und zwar eine genetische Reduktion, ein genetischer Umbau. Und die Frage ist, wie weit eine verantwortungsvolle Vernunft über die Gene dominieren könnte. Das ist ein interessantes Experiment, wie weit das gelingen kann und gelingen wird. Ja, ich denke, so viel für diese heutige Vorlesung unserer Mini-Uni und für die heutige wissenschaftliche Tagesschau heute. Ja, tschüssi, bis bald.